zusammen und welcome back auf meinem Channel. Heute geht es um das Thema Licht. Unsere Wohnung ist komplett ausgestattet mit Smart Lights, einfach weil ich der Meinung bin, und nicht nur ich der Meinung bin, sondern es ist einfach so, Licht macht eine Wohnung super gemütlich. Ich blende euch jetzt hier mal so ein paar Videos ein, wie der Unterschied ist zwischen Licht, was jetzt zum Beispiel einfach von einem zentralen Licht über der Decke kommt oder wenn man ambiente Beleuchtung einsetzt. Und ich habe hier noch ein unausgepacktes Smart Light, das habe ich zu Weihnachten bekommen und immer noch nicht installiert. Und deswegen dachte ich mir, machen wir das heute einfach mal zusammen. Ich habe mir überlegt, dass wir diesen langen Lightstrip hinter dem Sofa installieren, sodass das dann indirekt an die Wand leuchtet und dadurch ein gewisses Ambiente entsteht. Genau, aber wir brauchen dafür irgendetwas, an das wir es befestigen können. Irgendwie einen Langholzstab oder mein Bruder hat mir erzählt, es gibt dafür anscheinend irgendeine Befestigung. Und deswegen gehen wir jetzt erst nochmal zum Baumarkt los und schauen, wie wir das machen. Let's go! Ihr hattet mir ja auf Instagram ein paar Fragen gestellt und eine davon war, wie man eigentlich so seinen eigenen Stil finden kann. Und ich sag immer, es gibt keine Regeln. Also macht euch da keinen Stress. Es gibt kein richtig und kein falsch. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt auch nicht genau sagen, wie ich meinen Stil definieren würde, weil ich einfach es viel zu gerne mag, verschiedene Interior-Stile zu mixen. Seid nicht enttäuscht, wenn es lange dauert. Sich ein Zuhause zu kreieren braucht Zeit und ist ein Prozess. Und probiert euch aus. Auch ich stelle immer wieder bei mir zu Hause um. Erst dadurch ergeben sich dann vielleicht Setups, über die ich so vorher vielleicht gar nicht nachgedacht hätte. Eine gute Inspirationsquelle ist meine Meinung nach Pinterest. Da habe ich auch beim Kreieren unserer ersten Wohnung und auch jetzt nach dem Umzug mir viel Inspiration geholt. Und lasst euch da nicht beeinflussen, wenn jemand sagt, so und so ist nicht richtig. Es gibt kein richtig und kein falsch. Also eigentlich müssten wir wirklich so ein Gestell bauen, damit man das nicht mit den Kissen oder so verdeckt. Aber wie sollen wir das machen? Da sind so Leisten, aber die sind so ein bisschen zu arg, oder? Zu massiv. Wie lang ist das? 2,50 Meter ist es lang. Oder solche? Ah nee, das sind so, das sind für Küchen. Das brauchen wir nicht. Nicht wo. Wow, ein Traum, oder? Wer möchte das nicht in seinem Bad haben? Ah, guck mal, hier sind die Farben, die ich habe. Das ist die Farbe, die wir im Schlafzimmer haben. Cool. Im Wohnzimmer, das sind so natürliche Farben. Hier, Schneegestöber. Also gehen wir wieder dahin, wo wir am Anfang waren. Genau, zu Haustüren. Wir nehmen zwei davon und schneiden das dann da so ab. Das kann man so auf den Boden legen, so, hinter das Sofa. Und dann zwei so Dinger an die Seite. Irgendwie müssen wir es halt schaffen, dass dieser Lightstrip dann direkt da drauf ist, damit es die Wand anstrahlt, weißt du? Deswegen brauchen wir ein Dreieck. So, der Plan ist jetzt also zwei von diesen Holzleisten. Eine kommt auf den Boden, dann gibt es Streben und eins kommt oben drauf. Ich weiß, meine Erklärkünste sind, lassen zu wünschen übrig. Hier gibt es noch mega viele Leisten. Bitte nochmal halten. Der Plan muss nochmal überdacht werden. Aber jetzt wollen wir es noch zuschneiden lassen, ne? Also auf geht's zum Zuschnitt! Ach, guck mal, wie schön! Ein Traum! Jetzt brauchen wir noch lange Schrauben, um das Ganze zu befestigen. Ein kleiner Disclaimer, wir sind keine Profis. Diese Lösung wurde von Amateuren entworfen. Also bitte keine Kommentare in der Hinsicht, wie professionell das ist. Aber das sind so Riesendinger, die brauchen wir nicht. Was würde der Papa jetzt sagen? Boah, schau dir die Schrauben. Und die 1, 2, wie viel brauchen wir da?
Ach so, ich hätte es natürlich damit reinmachen können. Nee, ich mache das, ich bin umweltbewusste Käuferin. Ach so, aber ich muss es ja wiegen. Bisschen wie im Supermarkt. Welche habe ich da jetzt genommen? Ah, 27, ne? Ja. Dann haben wir alles, oder? Tausend Jahre später. So. Okay, also wir haben alles besorgt gestern. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, hier so ein bisschen was zusammenzuschreinern. Genau, jetzt noch mal kurz zum Fahrplan, was ich eigentlich vorhabe. Also, das waren ja hier diese zwei langen Holzleisten. Eine davon wird auf dem Boden liegen, andere hier und hier. Festgeschraubt. Und dann habe ich noch hier so vier gleich große Teile. Das habe ich einfach aus dem Rest zusägen lassen und die werden dann hier die Füße bilden. Und dann habe ich hier noch Dreiecksleisten. Die werden hier oben drauf nur geklebt. Und dann kommt nämlich auf die eine schräge Seite der Lightstrip, sodass die Wand angeleuchtet wird und wir dieses indirekte Licht kreieren können. Genau, also ich würde sagen, let's go! Da bohr ich jetzt einfach rein. Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich die zweite Schraube reingekriegt habe. So, nach dem vielen Bohren geht es jetzt endlich mal ans Anschrauben, sobald ich den Aufsatz gefunden habe. Hier. Haha! Nach einer Stunde und mehrere Nervenzusammenbrüchen haben wir dieses wundervolle Gestell zusammengebaut. Jetzt fehlen nur noch hier diese Dreiecksleisten, die jetzt hier noch drauf geleimt werden. Also, warten wir mal, bis es getrocknet ist hier. Aber so lange habe ich mir gedacht, könnten wir schon mal den Lightstrip aufpacken. Also, das ist hier der Lightstrip. 2 Meter soll er lang sein. Okay, der Kleber müsste getrocknet sein. Das letzte Stück. Tada! So. Stecken wir es mal ein. So. I like! Oh, das ist richtig schön. Ich mag es voll. Ich finde es richtig gemütlich. Es klappt. War sogar noch schöner geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Also ich finde es wirklich richtig cool, dass so Lightstrips die Atmosphäre schön machen. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns ganz bald im nächsten Video wieder. Okay, bevor wir losgehen, sollten wir gucken, wie lang das gute Stück ist. Wo steht das? Wo steht das? 10 Meter. Nee. Hier steht extendable up to 10 meters. Ist das 10 Meter lang? Nein. 2 Meter. Es ist 2 Meter. Sag mal, wird es hier eigentlich auch mal grün? Du wirst mal im Spiegel ausgeschaut. Ups. Ist der Bohrer gerade kaputt gegangen? Das war irgendwie wenig schlecht. Ein kleiner Disclaimer, wir sind keine Profis.